Für viele bedeutet. Es ist Ende des Jahres, das heißt, man überlegt sich jetzt spätestens, was die neuen Vorsätze oder was die Vorsätze fürs neue Jahr sein könnten, so rum. Ich bin ja der Meinung, man braucht das nicht unbedingt fürs neue Jahr, sondern man kann Vorsätze jederzeit sich überlegen und jederzeit umsetzen. Aber traditionell ist es bei den meisten von uns so, dass das neue Jahr dann doch irgendwie so eine Art Neubeginn auch ist. Für viele bedeutet das, glaube ich, dass sie auch ausmisten wollen und alles ein bisschen ordentlicher gestalten wollen. Das ist ein Wunsch, dem ich nachgekommen bin bei mir persönlich vor, oh, wie lange ist es her, 1,5 Jahre, 2 Jahre, indem ich nach der Marie Kondo-Methode ausgemistet habe. Das werden viele von euch mitbekommen haben. Hier ist mein Erfahrungsbericht, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Generell dreht sich es ja auf diesem Kanal eher um DIY und Einrichtung, weil ich aber finde, dass das Thema Aufräumen und Ausmisten da auch sehr gut reinpasst und weil es wirklich, so pathetisch es klingt, mein Leben verändert hat, wird es auch immer wieder Aufräumvideos geben. Wenn euch also diese Themen interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und jetzt starten wir mit dem Video und mit dem Thema. Es soll ein neues Format werden. Und zwar möchte ich verschiedene Aufräumstrategien testen, weil ich super klar gekommen bin mit der Marie Kondo-Methode zum Ausmisten. Also erstmal alles loswerden, was Gerümpel ist. Aber immer noch so ein bisschen Probleme habe, wirklich für mich so die absolut ultimative Strategie zu haben und zu finden, dass alles auch aufgeräumt bleibt, ohne dass es mich stresst. Und deswegen bin ich auf dieses Buch gestoßen. Das heißt Real Life Organizing. Ich weiß gar nicht, ob es es auf Deutsch gibt. Ich habe es bei Amazon bestellt. Ich verlinke es euch auch unten. Das ist auf Englisch und ich habe es auf Deutsch nicht gefunden. Der Untertitel ist Clean and Clutter Free in 15 minutes a day. Also man soll sauber und ohne Gerümpel leben können mit nur 15 Minuten Aufwand pro Tag. Und das habe ich mir mal durchgelesen und ein bisschen getestet und hier ist, was ich davon halte. Da gibt es jetzt auf Seite 22, 23 einen Fragebogen, was für ein Aufräumtyp man ist. Die Autorin behauptet nämlich, es gäbe 4 verschiedene Aufräumtypen, die sie identifiziert hat. Und man ist einer davon. Und ich mache das jetzt. Was lese ich am liebsten? Magazin oder Comicbook? Non-Fiction-Book? Fiction-Book? Newspaper? Ich scheitere schon an der ersten Frage. Ich weiß es nicht. Was lese ich denn lieber? Oder nicht fiktionale Bücher? Die Frage ist relativ leicht beantwortet. Das ist alles nicht von mir. Die hat mir Susi alle geliehen. Anscheinend ist Richard jetzt gerade so motiviert dadurch, dass ich angefangen habe, ein Aufräumbuch zu lesen, dass unsere wirklich allermieseste Stelle in der ganzen Wohnung jetzt auf der Stelle aufgeräumt werden muss. Und das ist dieses obere Fach hier über dem Fernseher. Wochenlang, monatelang sieht das aus wie Scheiße. Jetzt fange ich an, dieses Buch zu lesen und Richard fängt an, auszumisten. Auf den Samstag. Ich wollte eigentlich, na, egal. Ich mache das nicht. Ich lese jetzt weiter dieses Buch. Fertig. Also, ich bin ein Ladybug. Ich bin ein Marienkäfer. Runtergebrochen ist es, dass oberflächlich alles schön ist, aber Schränke und Schubladen und alles voll messy, weil ich immer alles da reinstopfe. Was ich brauche laut diesem Buch ist ein System zur Organisation der Schränke und alles, was man nicht sieht, also die Hidden Spaces, die versteckten Orte. Jetzt habe ich gerade nochmal die Biene durchgelesen und das ist eine Person, die immer sehr viele Projekte gleichzeitig am Start hat und deswegen dementsprechend viel Zeug für die einzelnen Projekte rumliegt. Und da wird als Tipp gegeben, dass man Prioritätenlisten machen soll und nie mehr als 3 Projekte haben sollen. Hier planen, also immer alles gut planen, damit nicht das alles überhand nimmt mit den Projekten. Ich bin eher die Biene als
Der Marienkäfer, glaube ich. Ich werde aber beides einfach mal ausprobieren und gucken, wie das so funktioniert. Also sowohl die Tipps, die gegeben werden für den Marienkäfer, als auch für die Biene. Das Grundprinzip von dieser Methode ist, dass man alles möglichst einfach hält. Sie sagt zum Beispiel, dass es praktikabler ist im Alltag, sie selber hat 3 Kinder, zum Beispiel, wenn man 15 Minuten sich eine Baustelle vornimmt und da entrümpelt. Bei Marie Kondo ist es ja zum Beispiel so, dass man in relativ kurzer Zeit alles macht. Also man sortiert nach Kategorien aus. Ich gehe da nicht ins Detail. Wenn es euch interessiert, schaut das Video hier an. Man nimmt sich zum Beispiel nur eine Schublade mit Krimskrams vor, die man in 15 Minuten schafft. Und das macht man dann irgendwie zwischendurch mal, wenn man Zeit hat. Und so geht man halt sein ganzes Haus durch sozusagen und mistet halt nach und nach aus in 15 Minuten pro Tag. Das Grundprinzip ist immer, alles so einfach wie möglich zu organisieren. Sie sagt, man sollte die Sachen dort haben, wo man sie auch braucht. Ich habe das mal probiert mit Körben, die ich verteilt habe. So, das wäre jetzt so ein Fall. Sie sagt ja, man soll immer die Sachen da aufheben und Ordnungsmöglichkeiten schaffen, wo man sie braucht. Richard lässt immer so einen Haufen Klamotten im Bad. Aber ehrlich gesagt weigere ich mich. Also wo soll ich denn, soll ich jetzt hier eine Garderobe anhängen oder an die Tür? Dann sehe ich das immer, wenn die Tür zu ist, hier so ein scheiß Haken. Ich könnte jetzt da hinten, wo diese Blumen stehen, natürlich auch so einen Klamottenhocker hinstellen. Aber das sehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht ein, weil wenn da ein Klamottenhocker steht, dann ist der innerhalb von ein paar Tagen ja bis oben hin zugemüllt. Das kennt ja jeder. Diese Klamottenhocker sind ja einfach keine gute Lösung. Ich würde sagen, Richard braucht auf jeden Fall so einen Catch-all-Korb oder irgendwas. Der Computer ist zwar von mir und das Spielzeug ist von Ava, aber die Klamotten hier sind von Richard. Hier habe ich schon so einen kleinen Versuch gestartet. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin im Auftrag des Aufräumens unterwegs und wollte mal... Wo ist denn die Kamera überhaupt? Da? Ah, da. Ich bin im Auftrag des Aufräumens unterwegs und wollte mal in der Nachbarschaft gucken, in den Einrichtungsläden, ob die so große Körbe haben, die ich schön finde, weil Richard einfach sowas braucht. Ich auch. Ich im Schlafzimmer, Richard überall sonst, wo man einfach mal schnell so Sachen reinschmeißen kann. Ich glaube, Marie Kondo würden sich die Zehennägel aufrollen bei der Idee, aber ich gucke jetzt einfach mal, was so für uns funktioniert. Hier kommen wir der Sache schon näher. Die haben nur so ein auffälliges Muster, muss man gucken, wo das hinpasst. Außer der in der Mitte, den gucke ich mir gleich mal an. Da hinten den in der Ecke, ups, den finde ich auch sehr schön. Wenn man ganz ehrlich ist, wäre das hier die richtige Größe. Ich kann mich jetzt leider nicht daneben stellen, aber der Teppich, der da drin ist, der große, der geht mir ungefähr bis zum Kinn. Also ich habe Richard einen Korb ins Badezimmer gestellt, einfach weil ich das schöner finde, die Klamotten einfach in den Korb zu schmeißen, oder er dann in dem Fall natürlich, als jeden Morgen diesen Haufen auf dem Boden zu haben. Für Avas Sachen habe ich dann auch, damit man einfach ganz schnell abends mal Ordnung schaffen kann im Wohnzimmer, auch einen Korb ins Wohnzimmer gestellt. Da habe ich dann abends immer die Kindersachen reingeschmissen. Und wenn man dann ein bisschen mehr Zeit hat, kann man die auch wieder ordentlich wegsortieren, wo sie hingehören. Circa 2 Wochen später. Das hat ja super gut funktioniert. Klasse Taktik. Ich weiß nicht wieso, aber Richard hat einen sehr großen Korb im Badezimmer, den ich euch schon gezeigt habe. Und trotzdem zieht er sich immer abends im Wohnzimmer aus und lässt seine Klamotten hier. Ich verstehe das nicht wirklich. Das ist doch nicht so schwierig. Dann hat es mich auch noch gestört, dass sich auf der Arbeitsplatte in der Küche immer so Briefe und Papierkram und so ein Zeug sammeln. Deswegen habe ich noch so ein kleines Regal geholt, wo unsere Papiersachen jetzt reinkommen. Ich habe mir überlegt, dass wir das einfach an der Wand anbringen und jeder ein Fach kriegt, wo man dann die Briefe, an wen auch immer sie adressiert sind in dem Haushalt, dann in das entsprechende Fach einsortiert, sodass jeder gleich weiß, okay, das ist für mich, da muss ich mich irgendwie drum kümmern. Das sieht man immer ganz gut. Und es liegt halt nicht auf dem Haufen auf der Arbeitsplatte rum.
Ihre Ordnungsmethode beruht auf der Space-Methode. Das hat sie sich nicht ausgedacht, aber sie setzt es um. Und deswegen gehe ich jetzt mal ganz kurz durch, was da die Grundprinzipien sind. Also, Space ist ein Akronym. Akronym nennt man das, ne? Wenn ein neues Wort aus... Ne? Ich glaube, es heißt Akronym. Also jeder einzelne Buchstabe aus dem Wort Space steht für etwas anderes. Und zwar steht das S für Sort, also sortieren, alles Gleiche zu Gleichem. Das ist bei Marie Kondo auch genauso. Also organisiert eure Wohnung so, dass wirklich Jeans bei Jeans, T-Shirts bei T-Shirts, Kugelschreiber bei Kugelschreiber etc. sind, dass ihr immer einen Überblick habt, wo das ist und wisst, das ist auch wirklich alles an einem Ort. Das P steht für Purge, also ausmisten. Sie hat da eine spezielle Methode und sagt, man sollte regelmäßig, der Zeitraum, wie oft, ist nicht festgelegt, aber auf jeden Fall regelmäßig 21 Dinge aussortieren, wegschmeißen, verschenken. Auf jeden Fall aussortieren und damit soll man seinen Haushalt halt gerümpelfrei halten. Bei Dingen, wo man sich nicht so sicher ist, nimmt man sich eine Kiste, schreibt obendrauf ein Ablaufdatum drauf und packt alles da rein, verstaut es irgendwo und das Ablaufdatum sagt einem dann, bis wann man die, also wenn man die Sachen bis zu diesem Ablaufdatum immer noch nicht gebraucht hat und nicht aus der Kiste rausgeholt hat, dann werden sie auch aussortiert. Zum Thema Ausmisten gibt es dann noch die One-In-One-Out-Regel. Das heißt, immer wenn ein neues Teil in den Haushalt einzieht, muss ein altes Teil raus. Das A steht für Assign. Also, das bedeutet, man soll jedem Teil im Haushalt einen bestimmten Platz zuschreiben, wo es wohnt, wo es immer wieder hin zurückkommt. Und man soll das nach Logik organisieren. Das heißt, die Sachen, die ich häufig benutze, mache ich am leichtesten zugänglich. Die Sachen, die ich nicht so oft gebrauche, die können auch im Regal ein bisschen weiter oben stehen, weil ich da nicht so oft ran muss. Das C steht für Contain. Und das ist ein sehr großes Thema, da gehe ich später auch noch mal drauf ein. Das heißt, sie ist ein Riesenfan von jeglicher Art von Containern, also Behältern. Behälter, wo man alles drin organisiert, so dass es halt schön ordentlich aussieht, wo man alles drin verstauen kann. Die Behälter sollten entweder durchsichtig sein, das kommt dann wieder drauf an, welcher Klatterbug man ist, oder sie sollten gelabelt sein, so dass man wirklich immer weiß, in welchem Behälter was zu finden ist. Da sollte man auch wieder darauf achten, dass das System, was man sich überlegt hat mit den Containern, recht einfach ist oder einfach genug ist, so dass man es auch wirklich durchhält und wirklich benutzt. Weil wenn man zu kleinteilig ist, zu penibel und Deckel überall drauf macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Teile doch wieder daneben liegt, weil es zu kompliziert ist, den entsprechenden Behälter aufzumachen und es da rein zu tun, relativ hoch. Deswegen empfiehlt sie immer offene Container und kein zu kleinteiliges, kein zu überorganisiertes System. Ich war vorhin mit Susi bei Muji. Ich war da das erste Mal und man muss wieder sagen, die Japaner können sortieren und aufräumen. Da gab es Regale von oben bis unten voll mit Sortiersystemen. Ich gehe da auf jeden Fall auch nochmal hin. Da nehme ich euch dann mal mit. Ich habe es jetzt nur auf Instagram in dem Vlog begleitet, aber ich zeige euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Das ist jetzt erstmal nur sozusagen Probe, weil ich mit Kind und U-Bahn unterwegs war. Habe ich hier so eine Kiste für meinen Kleiderschrank. Da gucke ich gleich mal, ob die auch gut da reinpasst. Das Geile an der ist, ach, ich zeige euch das später, dass man die so aufziehen kann. Also eine Schublade zum Reinstellen sozusagen. Und dann habe ich noch so Faltordner gekauft. Also so, wo man so Zeitschriften reinstellen kann und so. Zeige ich euch auch nochmal im aufgebauten Zustand. Boah, ich flippe aus. Jetzt habe ich mir die Maße extra aufgeschrieben von dem Schrank hier. Und jetzt sind die trotzdem zu tief hinten. Das heißt, ich kriege die Schranktür nicht zu, weil ich habe nicht falsch gemessen. Ich habe falsch geguckt. Ich habe es mir richtig aufgeschrieben und trotzdem falsche Maße mitgenommen. Passt auch so ganz knapp nicht. Hier ist die Rille, wo die Rolltür hochgezogen wird. Und das passt hier so ganz, ganz knapp nicht.
Ah, ärgerlich, die wären perfekt gewesen. Aber jetzt muss ich sie zurückbringen. So, das war ja voll der Reinfall mit dieser Plastikkiste mit den Schubläden, die ich von Mutti mitgenommen habe. Deswegen war ich nochmal, um die zurückzubringen bei Mutti und habe diese hier mitgenommen, die weiße hier unten. Die passt perfekt. Davon werde ich jetzt, glaube ich, noch ein paar mitnehmen. Wie man sieht, habe ich das hier so in Kartons organisiert und das geht auch. Aber ein bisschen besser sind tatsächlich diese Plastikkisten. Ja, ich weiß, es ist Plastik, aber die kann man ja einfach Jahrzehnte weiter benutzen. Und auch wenn wir den Schrank nicht mehr haben, kann man das noch woanders einsetzen als Schubladenteiler oder irgendwie sowas. Aber ich glaube, wir werden den Schrank auch erstmal behalten. Ich werde da meine Klamotten drin haben. Das Schuhchaos, da muss ich mal in Angriff nehmen. Richard hat hier noch seine Technik drin. Das gehört alles ordentlich organisiert und deswegen werde ich da jetzt nochmal mehr besorgen. Das E steht für Evaluate. Das heißt, man sollte immer wieder überprüfen, ob die Ordnung oder das Ordnungssystem, was ich mir überlegt habe für meine Wohnung oder mein Haus, für mich wirklich funktioniert. Sind die Sachen wirklich an dem Ort, wo sie leicht zugänglich sind oder leicht genug? Habe ich zu viele Container? Ist es zu kleinteilig? Also funktioniert es oder kommt wieder so ein Ding rein, dass ich doch wieder Sachen daneben liege oder dass die Sachen nicht an die richtigen Orte zurückgebracht werden, weil das System vielleicht doch nicht so gut ist, was ich mir überlegt habe und dann muss ich es dementsprechend ändern. Gut finde ich, dass sie auch sagt, dass Ausmisten, gründlich Ausmisten, wirklich die absolute Grundlage für alles ist. Also Ausmisten ist die Grundlage, um ein ordentliches, sauberes, aufgeräumtes Haus zu haben. Was ganz gut funktioniert, ist bei uns tatsächlich dieses Catch-all-Ding. Nicht jeden Tag optimal, aber einfach, dass man auch im Schlafzimmer habe ich meinen Korb, wo ich abends meine Klamotten reinschmeiße. Wenn ich morgens aufwache, ist es gleich ordentlich und ich kann das dann wegsortieren, wenn ich Zeit dafür habe. Mit Richard und seinem Korb im Bad und für Avas Sachen der Korb im Wohnzimmer und die Briefablage, das funktioniert alles ganz gut. Man muss nur wirklich darauf achten, dass man sich die Zeit auch nimmt, das regelmäßig wegzusortieren. Aber es schafft erstmal so eine Grundordnung. Ich glaube, für die meisten funktioniert es auch gut, sich zu überlegen, wo ich die Sachen brauche und wirklich nach Logik zu organisieren und nach Logik den Dingen die Plätze zuzuweisen. Ich finde am allerwichtigsten, da bin ich voll bei Marie Kondo, dass es einfach für jeden Gegenstand einen bestimmten Ort gibt. Was ich auch super finde, ist dieser Gedanke von One in, One out, also dass ich wirklich mir überlege, wenn ich ein neues Teil in die Wohnung reinhole, was kann dann dafür weg? Wahrscheinlich überlege ich mir dann doppelt, ob ich das neue Teil wirklich brauche oder ob das reicht, was ich im Moment habe. Ich finde, das schafft so ein ganz gutes Bewusstsein darüber, was man schon alles hat, was man braucht und was man vielleicht auch nicht braucht, ohne dass man einfach wieder anschafft und nichts weggibt. Sie hat auch beschrieben, dass es gut mit ihren Kindern funktioniert, dass wenn die ein neues Spielzeug kriegen, sie sich eins aussuchen müssen, von dem sie sich dann verabschieden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gut funktioniert und dass bei Kindern dann auch das Bewusstsein geschult wird, dass man sich halt nicht bis unter die Decke mit Zeug vollmüllt. Gut finde ich auch noch, dass sie so ein, auch so ein DIY-Freak ist, dass sie zum Beispiel sagt, sie hat nicht ihr Traumhaus und sie kann sich nicht leisten, das Haus komplett umzurenovieren und neue Möbel anzuschaffen. Deswegen macht sie halt super viel selber. Sie sagt zum Beispiel, Farbe ist dein bester Freund, wenn du umgestalten willst und wenig Geld zur Verfügung hast. Und da bin ich total mit einverstanden, sehe ich genauso. Und dass man erst mal gucken sollte, was man alles selber machen kann und damit schon eine sehr, sehr große Wirkung erzielen kann. Und da gehe ich natürlich voll mit. Kommen wir zu den Sachen, die für mich nicht so gut funktionieren oder die sich mir nicht so gut erschließen, also die ich nicht so richtig verstehe und die zu mir nicht passen. Das mag bei euch total anders sein, aber zum Beispiel dieses ganze Behältersystem. Ich habe in einem der Marie Kondo-Videos ja gesagt, dass ich es
gut finde, Stauraum abzuschaffen, anstatt neuen Stauraum anzuschaffen, weil ich der Meinung bin, je mehr geschlossenen Stauraum man hat, und so ist es ja bei diesen Containern oder bei diesen Behältern, die sie vorschlägt, auch, desto mehr tendiert man dazu, einfach was aufzumachen, reinzuschmeißen und den Überblick darüber zu verlieren, was man alles hat, weil es sieht ja immer ordentlich aus, weil alles in Containern versteckt ist. Womit wir auch schon bei dem nächsten Punkt wären, sind diese Catch-alls, die für uns ganz gut funktionieren, aber auch da muss man sich kontrollieren und darf das nicht als Fix für alles nehmen, damit es ordentlich aussieht, weil dann ist halt in den Catch-alls immer absolutes Chaos und man verliert auch da den Überblick, was da eigentlich alles drin ist. Was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, dass sehr viel mit Aufschieben zu tun hat. Also man überlegt sich die ganze Zeit irgendwelche Zwischenablagen. Sie hat zum Beispiel einen Container oder zwei Container in ihrem Flur oder so, wo In und Out draufsteht. Da sind, mit dem Out verstehe ich ja noch, da kommen die Sachen rein, die man vielleicht an Freunde oder Nachbarn oder wie auch immer verschenken will, die man aussortiert hat und die man bei Gelegenheit dann mal mitnimmt, um die derjenigen Person zu schenken. Bei dem In-Container finde ich es ein bisschen schwierig, weil sie sagt, wenn man mit irgendwelchem Firlefanz nach Hause kommt und noch nicht genau weiß, wo der untergebracht werden soll, und ich nenne es absichtlich Firlefanz, weil das widerstrebt mir schon in dem Sinne, dass ich Sachen anschaffe, wo ich nicht weiß, wo die hingehören, dann ist es für mich schon eine sinnlose Anschaffung. Wisst ihr, was ich meine? Also das widerstrebt so meinem Gedanken von bewusstem Konsum und jedes Teil in der Wohnung hat seinen Platz. Wenn ich dann doch wieder alles einfach erstmal in einen Container packe und mir dann überlegen muss, wo ich das unterbringe. Das Prinzip ist übrigens absolut gut geeignet für Checklisten-Fanatiker, für To-Do-Listen-Fanatiker. Sie ist auch eine von denen. Ich finde To-Do-Listen auch super, aber wenn man 8 verschiedene To-Do-Listen für verschiedene Bereiche des Lebens hat, dann wird mir das auch zu viel und ich bin da nicht so, also so groß ist die Befriedigung dann auch nicht, die abzuticken, wenn ich weiß, ich habe noch 100 verschiedene Sachen, die ich abticken muss. Aber für wen das funktioniert, der soll sich nach dieser Methode Checklisten machen für alle möglichen Bereiche, was man täglich machen will, was man wöchentlich machen will, was man monatlich machen will und die einmal im Jahr und so weiter und dann die immer schön abticken. Und das führt mich auch gleich zu etwas, was mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Das Buch ist ja überschrieben groß mit nur 15 Minuten am Tag und so. Man startet erstmal mit 15 Minuten pro Tag ausmisten. Dazu kommt, dass sie dann aber sagt, dass man sich Routinen aneignen soll, wo ich absolut zustimme, was total hilft beim Ordnung halten. Und da sagt sie, man sollte sich zum Beispiel angewöhnen, abends 20 Minuten aufzuräumen. So, dass man einfach mit einer ordentlichen Wohnung ins Bett geht. Wo man dann schon stutzig wird, wenn das Buch überschrieben ist mit nur 15 Minuten am Tag, soll ich 15 Minuten ausmisten pro Tag und 20 Minuten abends vorm ins Bett gehen aufräumen. Was schon mal nicht reinpasst in 15 Minuten. Dann sagt sie, am besten ist es nicht nur abends 20 Minuten aufzuräumen, damit es ordentlich bleibt, sondern morgens auch nochmal 20 Minuten, damit es ordentlich bleibt. Wo ich ja ohne die 15 Minuten ausmisten schon bei 40 Minuten pro Tag bin. Und dazu kommen dann noch die Sachen, die man nicht täglich macht, sondern die man wöchentlich macht, sowas wie Wäsche zum Beispiel. Oder nicht jeden Tag, sondern alle paar Tage. Wäsche, Staubsaugen, Wischen, das macht man ja nicht jeden Tag, sondern alle paar Tage oder einmal die Woche. Das kommt ja auch dann immer noch obendrauf auf diese 40 Minuten, die ich sowieso schon täglich aufräume. Und ich sage jetzt mal, wenn man 40 Minuten plus noch oben irgendwie immer was drauf pro Tag aufräumt, dann ist es nicht so ganz so schwierig, immer eine aufgeräumte Wohnung zu haben. Was ich auch ein bisschen fragwürdig finde, ist, obwohl sie diese One-In-One-Out-Regel hat, hat sie trotzdem, das kommt immer mal wieder in dem Buch zum Tragen oder wird immer wieder deutlich,
dass sie immer im Kopf hat, dass man sich wieder zumüllt. Also es ist nicht das Bewusstsein da, ich achte jetzt auf meinen Konsum, sondern ich schaffe an und werde wieder los. Und das widerstrebt mir auch. Alles in allem beschäftige ich mich ja sehr gerne mit so Aufräumstrategien und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte dadurch, dass ich mich schon so intensiv mit Marie Kondo auseinandergesetzt habe, bin ich da vielleicht ein bisschen voreingenommen rangegangen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wäre das das erste Aufräumbuch gewesen, mit dem ich mich beschäftigt hätte. Bei Marie Kondo gefällt mir einfach ganz vieles. Deswegen habe ich das ein bisschen kritischer gelesen, wie ihr wahrscheinlich in dem Video jetzt auch gemerkt habt. Aber es gab auch definitiv Sachen, die ich umgesetzt habe, die ich für mich adaptiert habe, weil sie für uns ganz gut funktionieren. Und das kann man ja auch mit jeder Strategie so machen. Man pickt sich das raus, was für einen funktioniert und alles andere macht man irgendwie anders. Ich werde definitiv weiter testen und dann immer solche Erfahrungsberichte euch mitgeben. Wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch interessiert, gebt auch dem Video einen Daumen nach oben auf jeden Fall. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was euer bester Aufräumtipp ist. Ich saug das alles auf wie ein Schwamm und wenn ich mich so ein bisschen durchgetestet habe, dann werde ich auch nochmal ein Video darüber machen, welche Sachen für mich funktionieren. Da könnt ihr euch dann auch wieder rauspicken, was für euch Sinn macht und weglassen, was für euch keinen Sinn macht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr alle eure Vorsätze super umsetzen könnt und ich hoffe, ihr werdet mich auch im nächsten Jahr wieder begleiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch dieses Jahr und dann geht's im Jahr 2020 weiter. Auf Wiedersehen. Für viele bedeutet immer, warum ist das jetzt plötzlich? Ich fange nochmal von vorne. Ihre Methode beruht auch auf der Space-Methode. Das hat sie sich nicht. Gesundheit. Schwierig. Alles eins zu eins. Wie nennt man das? Wie finde ich das? Man sollte sich angewöhnen,